Ein herzliches Grüß Gott und Dankeschön fürs Reinschauen auf meinem YouTube-Kanal. Habt viel Spaß beim Schauen. Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich meinen Balkan Sassini Tabakmixtur aufgemacht habe. Und habe jetzt gerade da das Pfeiferl gestopft. Ich muss euch sagen, das ist wirklich einer meiner Lieblingstabake. Das könnt ihr ja schon sehen, wenn ich da 1, 2, 3, ein paar habe ich noch drüben in meinem Raucherzimmer. Die Dose hier habe ich aufgemacht, frisch. Und jetzt habe ich mir gedacht, muss ich mir die ausprobieren mit meiner Jan-Pipe, wie der so darin so schmeckt. Einmal frei. Wer den Balkan Sassini nicht kennt, er ist wirklich super schöner Tabak, da schaut's her. Den habe ich sogar noch von, weil ich es gerade durch Zufall sehe, von 2010. Einen da, muss ich mal die anderen Tabak anschauen, da hat aber nichts drauf geschrieben. So lange habe ich die schon bei mir. Jetzt lese ich da gerade da von Macedonia mit dem leichten Latakia und Virgin ist damit beigemischt. Also wirklich ein hervorragender Tabak, also den kann ich nur an jeden empfehlen, der wo nicht so Latakia-lastige Tabak will. Vom Geruch her, also meine Frau mag es zwar auch nicht, aber den, sagt sie, der geht noch. Wenn man den in der Wohnung raucht, also der ist echt exzellent, den kann ich nur an jeden empfehlen, wirklich wahr. Und zwar habt ihr das gesehen, wie ich den aufgemacht habe, hat ein schön, sehr schönes Tabakbild, da sieht man ja den Latakia, den schwarzen da, und den Virgin Tabak, ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt, er ist wirklich hervorragend. Wirklich ein toller Tabak, wie ich den jetzt wieder seit langem mal aufgemacht habe, die Dose. Das ist mal schöner, wirklich ein super schöner Latakia-Duft in die Nasen gegangen. Also echt ein Traum, dieser Tabak. Also, wie gesagt, ich kann den nur jedem empfehlen,
Wir haben bestimmt schon viele Pfeifenraucher kennen, aber wer ihn noch nicht kennt, probiert es denn einmal aus. Der Duft ist auch super herrlich. Ihr wisst ja, wer schon meine Eltern im Video kennt, weil jeder andere riecht da was anderes raus. Das, was ich da noch nie rausgekriegt habe, wenn ich den Tabak mir besorgt habe oder den selber zu Hause habe, was die da alles rausriecht, das ist ja der Wahnsinn. Also ich kann das nicht. Ich weiß es auch nicht. Das rauche ich schon so lange Pfeife, da, aber ich rieche das einfach nicht raus. Aber den Latakia schon, da ist ja klar. Aber die anderen, was da Pflaumen und dies und jenes da, das keine Chance. Aber auf jeden Fall, meine lieben YouTube-Freunde, probiert einmal den Tabak aus. Balkan Sasini. Was der gekostet hat, ihr seht, da ist überall keine Steuerbanderole drauf. Den hat man mal einer gebracht. Ich habe da noch ein paar Dosen drum. Drüben. Ich war jetzt gerade in meinem Raucherzimmer und habe jetzt da alle mal durchgesucht von denen. Da ist keine Steuerbanderole drauf. Keine Ahnung, weshalb, warum, aber es steht da Madion EU, also und auch der von 2010. Keine Ahnung, wo der den her hat. Ich habe gesagt, ob er mal den besorgen kann, sagt er ja. Der war damals nicht so teuer. Und ein wirklich exzellenter Tabak. Und darum darf er nicht so viele Dosen haben, wenn ihr sagen würde, oh, der ist jetzt nichts. Ich schaue jetzt da gerade, ja, da steht überall dasselbe dran. 50 Gramm Dosen übrigens ist es. Und den lasse ich mir jetzt schmecken in meiner Jampipe da. Oh, ein Traum. Ein Traum. Brutal. Ich muss jetzt direkt mal nochmal ausprobieren, weil den habe ich ja schon lange nicht mehr in einer Breuer-Pfeife geraucht oder in einer Meerschaumpfeife, diesen Tabak. Ja, mir schmeckt der überhaupt, ob jetzt in dieser Pfeife oder in der Breuer-Pfeife, kann ich jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht sagen, weil den habe ich schon so lange nicht mehr geraucht, kann ich nicht sagen, nein, da ist er jetzt besser, das wäre jetzt gelogen. Gell? Aber demnächst werde ich mal meine Holzpfeife mal rüberholen da. Ich habe genügend da in meinem Pfeifenschrank und dann werde ich den nochmal da in den Breuer-Pfeifenfüllung mal machen und dann schauen wir mal. Ich liebe diesen Tabak. Ja, meine lieben YouTube-Freunde, das war's dann schon wieder. Super Tabak, wenn ihr noch nicht kennt, probiert es mal aus, ihr werdet begeistert sein. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, euer Albert, pfiat euch und wie immer, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, Servus.